Gangs berichten. Ihre Delikte, so beklagt die Polizei, werden immer brutaler. Längst hat es in der neuen Hauptstadt Tote gegeben. Im Vordergrund der Berichterstattung steht meistens das martialische Auftreten der Jugendlichen, ihre Posen und Parolen. Aber über ihre wahren Motive, ihre Herkunft und Ziele ist wenig bekannt. Giovanni Di Lorenzo und Lutz Konermann haben eine Annäherung an türkische Gangmitglieder in Berlin versucht. Berlin-Tegel, Freitagabend. Szenen wie diese sind inzwischen begehrt. Kollegen filmen Jugendliche einer Straßengang. Nur der 17-jährige Cem weigert sich, vor die Kamera zu treten. Also hier wird wieder die kriminelle und aggressive Ausländergruppe gezeigt, obwohl sie es gar nicht sind. Was man dazu auch Hetze sagen, also was hier gedreht wird, sind gestellte Szenen, also wo die Jugendlichen Gewalt zeigen sollen und also ich denke mir, so gewaltmäßig wirken sollen. Diese Leute, die das gerade machen mit den Sonnenbrillen und mit den Büchern und der über den Kopf vermummt, die machen es halt nur, weil die Journalisten oder die Reporter dort deinem Geld kommen und sie sagen, macht ihr uns sowas, bringt eure Gruppe mit, kommt mit zum Scheid, kommt. Auch die Jugendlichen wissen inzwischen, dass aggressive Posen und Parolen Geld bringen. 500 Mark sind diesem Team die gestellten Bilder wert. Die wollen nur Gewalt hören, die fragen gar nicht, wie man es anders lösen könnte, ob geredet wird. Die fragen nur, wie geschlagen wird, und natürlich echt schlimm. Nur von der Gewalt wollen wir Journalisten etwas hören, hat Cem gesagt. Aber die ist keine journalistische Erfindung. Über 2000 Jugendliche in 15 Straßengangs hat die Berliner Polizei registriert. Ein Großteil sind Türken. Laut Statistik werden die Gruppen immer brutaler. Körperverletzung, Raub, Erpressung. Für die Gründe dieser Gewalt, hat Cem gesagt, interessiert sich keiner. Er und 5 weitere türkische Jugendliche haben sich bereit erklärt, über ihr Leben zu berichten. Können Sie auch mal die Grenzen? Ja, zeige ich auch. Hier haben wir einen großen Panzerkopf. Ja. So etwas. Ja. Probiert dann mal. Probier mal, wie das aussieht. Das könnte auch aufdübeln. Ja, sieht sehr schön aus. Sieht schön. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Guck mal, ja, prima. Und das ist ganz einfach. Was da bloß aufdübeln. Ganz einfach. Aufdübeln. Ja. Oder nähen. Oder nähen, ja, kann man es auch. Ja, nee, nicht schon. Ja, das hat dann noch ein Loch in der Jacke. 1995. Geht das so oder eine Tüte? Nehmen wir lieber eine Tüte. Ja, nehmen wir eine Tüte. Das ist nicht so auffällig. Muss ja nicht jeder gleich sehen. Ja, dann hast du hier. Berlin-Wedding ist das Revier der Black Panthers. Die Panthers bilden eine der größten und ältesten Gangs in der Stadt. Abu, Murat, Cliff und Sami gehören zu den Anführern. Angst, so sagen sie, haben sie vor niemandem, außer vielleicht vor ihren Vätern. Ich hatte schon drauf gehabt, vor 2 Wochen. Dann hat mein Vater die Panther abgemacht, dann musste ich neue kaufen. Also meine Freunde haben also Pantherjacken an und ich hab nicht an. Also das sieht scheiße aus und so. Wie reagieren denn die Leute, wenn sie euch in den Pantherjacken sehen? Also ja, wenn sie uns ganz viele Leute zusammen sehen, dass wir Panther auf Jacke haben, die denken, wir gehen, um was zu, um Scheiße zu bauen oder so. Aber wir ziehen an auch vom Spaß her, weil es sieht einfach cool aus. Und die Name Black Panther hört sich auch ganz cool an. Und wir haben uns so gedacht, Black Panther. Zu den Black Panthers gehörte früher auch Cem. Also meiner Meinung nach hier in Tegel entstehen diese Gruppen, weil der Ausländeranteil in Tegel sehr niedrig ist und halt, wie die Jugendlichen auch schon Erfahrungen halt, wie ich gemacht haben, mit diesen ausländerfeindlichen Gruppen. Und diese Leute sollen halt sich in der Gruppe halt besser fühlen, geborgener fühlen und sich auch irgendwie geschützt fühlen. Sind das Deutsche? Es sind auch viele Deutsche darunter, ja, aber es sind halt mehr ausländische Jugendliche und zur Hälfte auch Deutsche. Siehst du jetzt gerade Freunde von dir? Ja, einige kenne ich hier, ja. Es sind manche Young Fighters. Halt Jugendliche, die sich gegen ausländerfeindliche Leute sich halt zusammenschützen. Also vor ungefähr einem Jahr. Da kam ich auch von meinem Onkel aus Kreuzberg und bin hier in der U-Bahn ausgestiegen. Ich habe mich sehr, sehr gut da gefühlt, als ich da durchgelaufen bin, weil einfach so ganz locker, ohne was zu befürchten. Und dann bin ich nach Tegel gekommen. Da habe ich auf meinen Bus gewartet und dann hat ein Auto angehalten,
sind 4 oder 5 Vermummte aus dem Auto gestiegen und haben mich dann mit einer Leuchtkugel beschossen, also mit einer Leuchtkugel beschossen worden und sind hinter mir hergegangen und dann bin ich halt nach Hause. Und weißt du, was das für Leute waren? Naja, ich kann nur vermuten, dass es ausländische Leute waren halt. Also halt Skinheads oder halt Rechtsextremisten, ja. Tunç ist Türke. Wenn er nicht bei den Fighters ist, einer anderen großen Gang in Berlin, arbeitet er als Arzthelfer gegenüber dem Kebabladen seiner Eltern. Die Fighters leben in Tegel und im Märkischen Viertel. Ja, das ist unser Revier. Das Revier von den Freitags. Wir sind hier aufgewachsen, die meisten. Und, naja, hier sind die meisten zu Hause. Und hier verbringen wir unsere Freizeit. Hier werden die springen gelassen. Hier kommt keine andere Gruppe hin. Durch unsere Gruppe haben wir Schutz vor anderen Gruppen. Also, die machen uns nicht an, wir machen die nicht an, aber hier ist also Ruhe. Hermann ist Gruppe aus Deutsch. Wir sind im Grunde auch Schläger. Ja, nicht. Also, wenn wir mal wissen, wo eine Nazi-Fete ist, wo ein Republikaner sammelt, also sich Republikaner sammeln und so, dann gehen wir da hin und dann machen wir schon was. Wir sind keine Betschwestern. Also wir machen das nicht grundlos. Wir machen nur das, was gerecht ist. Ne? Also umsonst würden wir niemanden schlagen oder so, nur wenn es einen Grund gibt. Also es ist einfach so, dass man also sich mehr sicher fühlt. Ne? Es ist auch so, dass unsere Eltern hier, wenn die auf der Straße gehen, dass sie nicht von Restradikalen und so weiter angemacht werden. Ja, die sollen sehen, dass wir untereinander, dass wir zusammen sind und so. Glatzköpfe, die gegen uns was haben, dann wehren wir uns irgendwie einfach. Wenn ich ihn sehe, zum Beispiel, gehe ich hin, sage ich ihm, bist du Nazi, sagt er 100%, nein, ich bin kein Nazi. Ich habe auch kurze Haare, aber er sagt, ich bin kein Nazi. Ich habe Glatzköpfe, aber ich bin nicht gegen, also ich bin kein Nazi. Aber wenn sie allein auf der Straße sehen, schlagen sie ihn dann. Oder mit Messerstiche, gab es ja ganz viel. Wenn sie ein paar Türken sehen und die sind viel, die machen ihn also halber Portion oder die schlagen ihn total. Keine Gnade. Und umgekehrt? Natürlich, wir auch. Wir auch. Wir haben noch ein bisschen mehr Mitleid. Nicht reicht. Nee, ich würde nicht, also ich würde keine Leid haben. Ich würde den also total zusammenschlagen, also totschlagen. Bis nachdem alles was passiert ist, bist du zu